Hallo Affenfans, heute spielen wir das zweite neue Level von Donkey Kong Country Returns 3D 9.2, Tanz der Geysire. Das ist also das neue Level der Strandwelt. Ich bin schon sehr gespannt, ob das an das Niveau vom ersten Level anknüpfen kann, weil da hat Monster Games eigentlich einen richtig guten Job gemacht. So, wir werden auch hier wieder alle Puzzleteile sammeln und auf dem Touchscreen steht, es gibt 7. Jetzt hoffe ich bloß, dass da oben nichts war. Verdammt, das hätte ich zuerst überprüfen müssen. Oder hier. Oder da unten. Da ist der Teufel. Was ist da eigentlich? Ach, Mist. Da, nein. Hier. Das war noch relativ einfach. Aber ich vermute, da oben in der Kiste ist auch was. Und da ist auch schon der erste Geysir. Man hat nur eine Chance, da oben hinzukommen. Und ich habe sie verkackt. Na toll. Ey, da ist doch 100 Pro was drin, ne? Scheiße. Aber wir werden es dann schon sehen. Wenn was am Ende fehlt, ich werde es euch dann nachreichen. So. Aber generell hatte ich immer in Donkey Kong Country Returns so ein paar Probleme mit dem Timing, mit dem A-Knopf. In früheren Donkey Kong Countries auf dem SNES oder die Remake-Spiele, da war das nicht so. Kann gut sein, dass das Timing in DKCR und eben auch hier in diesem Port etwas erschwert wurde. Kann aber natürlich auch einfach nur sein, dass ich mich blöd anstelle und das Zufall ist. Wir wissen es nicht. So. Ja, also das ist schon mal eine gute Idee mit den Geysiren, ne? Aber bisher holt es jetzt noch nicht wirklich alles aus der Wasserwelt raus. Ich hätte mich hier zum Beispiel auch wieder über einen Sturm gefreut. Dann hätten wir das zwar nochmal und ich hätte darüber gemeckert, aber trotzdem ist das irgendwie nice. Und da ist schon wieder so eine Stelle mit 3 Kisten. Das kann doch kein Zufall sein. Oder irgendein anderes Ungeheuer, ein Hai vielleicht. Sowas hatten wir nämlich noch nicht. Aber gut, die Entwickler haben auch so schon alles aus der Welt rausgeholt, ne? Ich meine, wir hatten ja schon hohe Wellen, also den Sturm, den ich gerade angesprochen habe. Dann eine Reise mit dem Wal, der Krake, der Ärger gemacht hat. Also im Prinzip ist es hier schon sehr schwer, etwas Geiles draus zu machen. Verdammt, geh weg. Ist das nix? Das sieht so komisch aus, deswegen. Naja, egal, dann halt weiter. Uah. Oh. Och nein, oder? Scheiße. Gerade eben hatte ich noch das vermaledeite Fass. Ich muss mich kurz umbringen, weil da war ja eh ein Checkpoint. Dammit! Und gerade habe ich das Fass weggeschmissen. Ich brauch's aber leider zwingend für das nächste Puzzleteil. Ah, hätte ich mir auch denken können. Aber ich habe es weggeschmissen wegen diesem blöden Seestern, weil ich dachte, da muss ich einmal draufklopfen und dann erscheint was. Aber von wegen. Wäre es nur Deko. So, jetzt natürlich sich von nichts treffen lassen, sonst geht das Fass auch kaputt. Oh, das ist aber leichter gesagt als getan. Holy shit. Erst noch irgendwie rüberkommen. Wie soll denn das gehen? Ach komm, ey. Das ist asozial. Das ist echt schwer. Das hört sich so leicht an, ne? Fass rübertragen, aber das ist hart. Gerade ohne Diddy. Und so oft kommen die Deka-Fässer nicht vor. Also das mit dem Fass definitiv eine gute Idee, aber wenn man schnell ist, dann schafft man's. So. Jetzt aber. 2 von 7 allerdings erst. Mhm. Schön auch mit dem Schiff, oder? Mit dem Schiffsteil. Wirklich toll, dass sie hier drauf geachtet haben, die Schiffe wieder mit einzubeziehen. Ach so, der ist elektrisiert. Auf den kann ich nicht drauf springen. Kommt doch ein Diddy-Fass, oder ist DK auf sich alleine gestellt? Holy shit, das fällt um. Hm, ich roll mal da hoch. Aber alle neuen Level sind anscheinend ziemlich lang. Auch ein Grund, sich zu freuen. Allerdings erwartet man das auch wirklich bei dieser neuen Welt erst recht, wenn man das Spiel schon für die Wii hat. Na, was ist los? Muss schon da hoch, DK.
Anders kommen wir nicht weiter. Und Moment mal. Ja. Na klar. Und da geht's wieder hoch. Ja, jetzt habe ich Gefallen an dem Level gefunden. Ist vielleicht nicht ganz so gut wie das erste. Aber trotzdem schön. Oh, ich höre Diddy. Da ist er. Super. Und du zieh Leine. Gib mal die Bananen her. Danke. Und wieder hat es nicht mit dem Sprung geklappt. Also, das Timing ist, glaube ich, schon schwieriger geworden. Ja, und jeder, der sich jetzt fragt, soll ich den Port kaufen oder nicht? Also, ich kann ihn schon empfehlen. Nicht, dass ich im ersten Part mich vielleicht falsch ausgedrückt habe. Es ist ein sehr, sehr guter Port. Es ist halt nur grafisch ein bisschen schlechter als die Wii-Version, ist ja auch klar. Der 3DS kann nicht so viel leisten, aber es sind nur kleine Unterschiede. Farblich und halt, ja, ein bisschen pixeliger ist der 3DS, ist ganz klar. Aber, ja, ich weiß nicht, wie viel die Wii-Version gerade kostet. Das Spiel hier war auf jeden Fall zum Release für 35 € zu haben. Was jetzt, denke ich, ein sehr, sehr attraktiver Preis für Leute ist, die die Wii-Version nicht haben. Oder zu schlecht sind dafür. Jetzt kein Diss an diejenigen. Ich meine, man kann ja nicht erwarten, dass jeder richtig krass zocken kann. Ist klar. Auch das sollte nicht falsch verstanden werden wegen dem Pussy-Modus. Nur für Core-Gamer ist er halt nichts. Und das ist eine extrem schwere Stelle. Wie soll man denn da ohne Gegentreffer durchkommen? Ja, ist gut. Also wer halt nicht so oft zockt oder nicht so gut ist, für den ist es auch sehr attraktiv. Ah, fuck, nein! Ich dachte, es bleibt da noch hängen und ich kann dann da wieder landen, aber von wegen. Ah, aber gesammelte Puzzleteile bleiben gespeichert. Die muss ich mir nicht nochmal holen. Wirklich ein langes Level, vielleicht sogar länger als das erste. Es fehlt zwar KONG, aber ich kann die Länge des Levels in etwa anhand der Puzzleteile ablesen. Problem ist halt nur, dass man hin und wieder auch eins vergessen könnte und dann, ja, kommt ein falsches Ergebnis bei raus. Ja, aber wer es nicht hat für die Wii, Leute, das ist ein Game, das muss man gespielt haben. Richtig geil, selbst als Nicht-Donkey Kong-Fan. Es ist super. Ich kann es absolut jedem empfehlen. Es gibt auch ein komplettes Let's Play zur Wii-Version. Könnt ihr ja mal bei den Playlists gucken. Wurde von euch als bestes Let's Play 2010 gewählt. Von mir. Also, so schlecht wird es nicht gewesen sein. Gab auch sehr, sehr viele Fails. Weil im Prinzip ist das Spiel natürlich bockschwer. Ich finde die 101%, die gehen noch. Aber die 200, da hört der Spaß dann auf. Allerdings empfehle ich das dann auch wirklich fast keinem, weil 200% frustet im Prinzip eigentlich nur. Das ist halt, dass alles gespiegelt ist und mit nur einem Herzen. Also es war schon übel. Das Puzzleteil war auch einfach. 5 von 7. Jetzt, oh nein. Nein. Ja, ich lebe noch. Ich habe eigentlich fest dran geglaubt, dass ich es jetzt verkackt habe, aber ich bin noch am Leben. Hier vorbeizukommen ist gar nicht so einfach. Weil die Scheißqualle so richtig beschissen springt. Was soll ich denn da machen? Ich muss mich abrollen und dort irgendwie landen, aber gleichzeitig auf den Krebs aufpassen. Also jetzt nicht, sondern jetzt. Okay, hat geklappt. Ja, das ist echt super. Jetzt geht's auch in diese Tentakelhöhle rein. Und wieder raus. War da oben was? Konnte man da... Nee, konnte man nicht. Hm. Also hat man doch noch viele Elemente reingebracht. Den Strand, die Schiffe und die Höhle. Darauf haben die Entwickler wohl wirklich Wert gelegt. Schön zu wissen. Dass hier nicht irgendjemand dran gearbeitet hat, der einfach schnell Kohle haben wollte, sondern sich wirklich Mühe mit der neuen Welt gegeben hat. Ich finde... Aha, Bananen sammeln. Das wird es doch bestimmt wieder sein, oder? Nee, nur eine Münze. Ich finde aber, die Monster Games Leute haben echt Potenzial und können... Ach, da ist ein Bonus, oder? Ja, war ja klar. Die können ruhig ein komplettes DK entwickeln. Oder was meint ihr? Würdet ihr es ihnen zutrauen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die folgenden Level sau schlecht werden. Einziges Bedenken habe ich vielleicht,
bei der vierten Welt oder bei der Lava-Welt, weil die Lava-Welt hat eigentlich fast nur gefrustet und die vierte Welt, ja, da wird wahrscheinlich ein Loren-Level kommen. Aber ansonsten sieht das echt gut aus. Obwohl man natürlich die Vorlagen von Retro-Studios hat. Allerdings wurden auch immer neue Ideen reingebracht. Wie diese Geysire. Das hatten wir ja, glaube ich, nicht in der normalen Welt, ne? Nee, glaube ich nicht. Und wenn nur ganz kurz. Aber jetzt haben die ein eigenes Level bekommen. Sehr schön. Oh, 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 warte, warte, warte. Ich muss mich da hochschießen, ne? Verdammt. Nein! Oh, damn it! Ja, ja, ja! Wie jetzt? Ich war doch schon da oben. Oder nicht? Weil da ist so ein komisches Kraut. Ach, es ist schwer. Vielleicht komme ich auch von der anderen Seite. Nee, von da. Also wenn da ein Puzzleteil ist, ja, dann ist das das Schwerste. Fehlt uns noch eins? Ja, eins fehlt noch. Hier vielleicht Bananen sammeln. Yes! Es ist nicht dort oben gewesen. Aber eigentlich schade. Weil das wäre ein richtig schön schweres gewesen. Aber wir haben alle gefunden. Gute Sache. Jetzt müssen wir nur noch das Ziel erreichen. Und das ist hier. Und ein Leben. Jo, richtig gutes Level. Geil. Ich zock sofort weiter. Das dritte Level bekommt ihr auch bald zu sehen. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis bald.